viele haben den, wie sagt man, in der Bibel heißt es, glaube ich, ist der Judaslohn Verrat, Verrat an den anderen oder Verrat an sich selbst. Ich glaube, man kann das Wort Judaslohn da benutzen. Viele haben den Judaslohn genommen. Ja, und so wie der Herr Macron eben davon redet, dass Ende des Überflusses sei erreicht jetzt hier in Europa. Wir haben in den Dreiergesprächen, in Franksfreiheiten, reden wir seit Jahren davon, dass Europa abgewirtschaftet wird. Seit Jahren davon, dass die Inflation kommt und wurden verlacht. Und ihr kennt die alten Franksfreiheiten, wo immer wieder ich euch Mainstream-Zeitungen gezeigt habe, die es verlacht haben, die es verneint haben. Hier gibt es keine Inflation. Und wenn dann nur kurz. Und wenn sie dann nicht kurz ist und hoch, dann und so weiter. Es wurde immer alles umgedreht. Bis zuletzt ruhig halten. Ist das die Agenda, die da läuft? Ja. Gut. Machen wir es mal anders. Machen wir mal ein paar Geschenktipps hier in den Kanal rein. Sonst, ich habe jetzt hier ein paar schöne Geschenktipps für euch. Genau. Ich würde euch vorschlagen, dass man jetzt die neuen Geburtstagsgeschenke hat zum auf die Knie sinken vor Dankbarkeit für die Menschen. Du verstehst ja, wie konntest du mir das schenken? Und man sackt so richtig schön zusammen. Hm. Ich wäre dafür Tankgutscheine. Tankgutscheine sind klasse, ne? Also gibt es ja das alte Sprichwort, wie ein Tropfen auf den heißen Stein, da könnte man sagen, es sind wie Euros auf den heißen Tank. Ja. Es verpufft so quasi, aber trotzdem, wir wollen ja weiter Auto fahren. Ja. Also ich habe das jetzt mit reingenommen, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte einfach auch mal Gefühle zeigen hier in der Sendung, weil ich war gestern auch tanken und ich habe gemerkt, da liefen mir wieder Tränen die Wange runter, als ich dann in die Tankuhr geschaut habe. Ja. Es ist wirklich sehr bitter, was hier passiert. Jetzt ist ja dieser sogenannte Tankrabatt oder was ist ja weggefallen. Also dieses Prinzip, nehme dir 3 Euro und gebe dir 50 Cent zurück. Das war ja der Tankrabatt. Der ist jetzt weggefallen. Also jetzt auch diese 50 Cent sind dann vereinnahmt worden. Und heute Morgen verkündet man ja dann stolz wieder ein Entlastungspaket. Da frage ich mich, ist das am Ende ein Belastungspaket schon wieder? Dass die nächsten 5 Euro genommen werden, von denen du dann 5 Cent zurückbekommst. Ja? Was dann als politischer Erfolg verkauft wird. In etwa da sind wir ja momentan. Die Belastungen werden immer mehr, finanzieller Art. Du kannst aber dieses Beispiel sehr, sehr gut auch auf jede nicht monetäre Entscheidung übertragen. Man nimmt dir sehr, sehr viele Freiheiten, nimmt C und die Maske und danach nimmt man 90% weg. Aber in Bus, Bahn und Krankenhäusern musst du es weiter anziehen, ist ja dann wohl für dich aushaltbar. Jetzt schau mal, wie die Dinge ineinander greifen. Man hat eine Mobilitätspolitik, wo man dich vom Auto wegbekommen möchte. Die Spritpreise werden immer teurer. Es wird immer unhaltbarer, Auto zu fahren. Stell dir das für einen Auszubildenden vor, der vielleicht 500, 600, 700 Euro hat. Auf der anderen Seite macht man den Nahverkehr attraktiver. Da kräuseln sich ja meine Lippen. Also man macht ihn billig. Man macht ihn billig. Und natürlich leitet, das sind Steuerungsmomente in der Politik und ich sage es auch nur deswegen, weil ich immer noch den Eindruck habe, dass viele Leute Politik noch immer nicht so sehen, dass man über Anreize und Verbote oder Erschwernisse, sogenanntes Nudging, steuert. Man steuert dein Verhalten, das, wo du dann denkst, es wäre deine freie Entscheidung. Klar, momentan wird sehr viel Zwang ausgeübt. In den Lebensmitteln-Discountern, wir haben doch, ich merke jetzt, wenn wir reden, sehr, sehr viel Alltag drin, kaum Art der Perspektive und so. Gut, dann ist die Franksfreiheit eben mal so, ne? In den Lebensmitteldiscountern, da nimmt die Orte der Vielheit, du weißt, da nimmt die Vielheit ab. Das heißt, die Produktauswahl wird im Preiskampf zwischen Discounter und Hersteller immer weiter zurückgefahren. Immer mehr Artikel werden ausgelistet. Und die Eigenmarken der verschiedenen Großdiscounter werden immer stärker beworben, weil die Betriebswirte, und übrigens die Betriebswirte waren der Beginn der Liebe, die sich aus dem Leben verabschiedet hat.
Als die Betriebswirtschaft in der Architektur Einzug hielt, war nicht mehr genug Geld für Ästhetik und Spielerei da. Als die Betriebswirtschaft, nimm jetzt was du willst, Einzug hielt bei, immer dann geht die Ästhetik weg und sehr oft die Liebe weg. Weil es rational, effektiv, kostensparend, gewinnmaximierend, brr, brr, brr sein muss. Okay. Und in den Lebensmittelgeschäften ist es eben so, dass sehr viele Auslistungen jetzt waren und die Regale leerer, leerer werden, die Eigenmarken stärker beworben werden, weil, und das ist jetzt der Punkt, die Menschen immer weniger Geld zur Verfügung haben, denn sie kriegen es für Notwendiges abgezogen und sparen dann beim Einkaufen. Und dann sind die Markenprodukte sowieso immer weniger nachgefragt, weil für viele bereits zu teuer, unleistbar. Und so siehst du jetzt, wie sich das Ganze immer mehr verschiebt, wie prägnant das vorangetragen wird. Ja. Ja, das ist so viel zu an allen Fronten, an allen Fronten. Und das führt immer mehr zu diesem Irrenhauseffekt, der hier spürbar ist, der immer stärker spürbar ist. Ich habe vorhin von heillosem Durcheinander geredet. Ja. Man regiert immer mehr mit Notfallplänen, mit Druck, seit 2 Jahren mit unmäßiger Angst. Das, natürlich ist es eine Form psychischer Folter für die Menschen. Natürlich hat das Rückstände hinterlassen bei den Menschen. Deswegen sprach ich auch von Kriegsopfern. Und noch immer gibt es viele, die sich bewusst dafür entscheiden, dass sie wegsehen wollen oder aber, dass sie, Stockholm-Syndrom, sich selbst einreden, das Ganze sei zu ihrem Guten, zu unserem Guten. Bei vielen ist es die bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe den Weg nicht zu glauben, es ist möglich, die Regierung will nicht unser Gutes. Bei vielen ist es die intellektuelle Unmöglichkeit, das zu sehen. Und viele haben es aber auch schon erkannt. Tendenz steigend. Und es wird uns beinahe täglich im Fernsehen gesagt, man ist nicht fürs Volk da, es geht nicht ums Volk. Wie kann man dann glauben, die Politik würde andernorts bei anderen Sachentscheidungen etwas für dich tun oder zu deinem Guten? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wir haben mittlerweile über die 2 Jahre sehr viele Lügen direkt gesehen. Wie kann ich da noch glauben, diese Menschen wollten mir gut? Ich denke, was wir hier sehen, was vielleicht, um ein Stück weit jetzt zurückzutreten auch, dieses heillose Durcheinander, dieses Irrenhaus, Freiluft-Irrenhaus, ist das Zündeln hin zum heißen Herbst. Ist das Vorprogramm für das, was jetzt bald eintritt und kommt. Und kannst dir die Sendung beim JOMA anschauen, da habe ich da auch schon drüber geredet im Mai. Das An die Wand fahren Deutschlands im Winter. Das ist zumindest der Plan. So denke ich. Lass uns über Sprachdesign nochmal reden. Jetzt gibt es ja eine weitere Auffrischungsimpfung, du weißt. Also die mit der Aprilfrische dann oder so. Nee, die mit der Aprilfrische ist dann wahrscheinlich die 6. oder sowas. Also alle 6 Monate, 4 haben wir jetzt, die 5. ja, kommt dann hin, die 5. oder 6. wäre die mit der Aprilfrische dann nächstes Jahr, weil wir so schön über Werbebotschaften geredet haben. Auffrischungsimpfung, das hört sich doch so positiv schon wieder an. Verstehst du jetzt, warum ich bei den vielen positiven Worten, die ich in Funk und Fernsehen dann höre, warum ich da zusammenzucke? Ja. Eine Auffrischungsimpfung, das ist so, ja, es ist eben ein Booster, das ist dein Update, ja.
da bist du noch leistungsfähiger. Da bist du so quasi so ein Human 2.0 Experiment, ja. Ja. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum Menschen sich ohne tiefere Kenntnis dessen, was sie da bekommen, etwas spritzen lassen und nicht wissen, was mit ihnen passiert. Und da sind wir bei der Grundfrage, denn dazu gehört Vertrauen. Dazu gehört ein Grundvertrauen oder eine Grundtumpheit oder mir auch egal. Oder auch wie in jungen Jahren, 20er, da fühlte man sich unbesiegbar, unsterblich. Man lebte ewig, man strotzte vor Kraft. Ah ja, kann ich doch so eine kleine Pumpe, so eine kleine Dings da, eine kleine Splize kann ich doch mal ab jetzt hier. Ist ein Fehler. Also könnte ein Fehler sein, wenn das jetzt wirklich Genimpfungen sind, die bleiben dann halt immer, ne? Auch wenn du älter wirst. Aber du verstehst jetzt vielleicht, warum ich dann immer zusammenzucke bei diesen ganzen positiv ein von den Sprachdesignern verwendeten Worten. Wir brauchen eine gute Entscheidung. Du kannst dir jede Regierungserklärung durchlesen. Sie strotzen davon. Das ist der neue ekelhafte... Ich sage nichts mehr. Gut, wir haben, das, jetzt möchte ich dir eines vor allen Dingen sagen, wir haben 77,9% der Bevölkerung nach amtlichen Zahlen, die jetzt einmal geimpft sind. Ich möchte es nochmal, ich hatte es beim letzten Mal schon, 76,3, die zweimal geimpft sind, die Zahlen haben sich etwas geändert, 62,62%, die dreimal geimpft sind und 8,7 haben bereits ihr viertes Update bekommen, 8,7%. Das bedeutet aber auch und vor allen Dingen, überleg dir das mal, 22,1% sind amtlich und da sind noch nicht die mit den vielen gefakten gelben Büchern dabei. Ich schätze, davon gibt es eine immense Dunkelziffer, vor allem in den Bereichen der Gesellschaft, wo man es weniger vermuten würde. 22% der Bevölkerung sind amtlich tatsächlich ungeimpft geblieben. Jeder Fünfte, fast jeder Vierte. Überleg dir das mal und vergleiche das mal mit der Propaganda, dem Getöse und dem Getrommel der letzten 2 Jahre. Jeder Vierte beinahe ungeimpft geblieben. Trotzdem. Wahnsinn, oder? Vielleicht haben wir ja doch genug Helden gezeugt in den letzten Jahren. So, dann lasst uns nochmal über das unselige Thema, aber es ist ganz lustig. Nein, mal Scherz beiseite, über das Gas reden. Ja. Mittlerweile ist ja die Gaszufuhr gestoppt aus Nord Stream 1. Das hätten wir wissen müssen, weil wir schon versichert bekommen haben vor Monaten, dass das Gas weiterlaufen wird. Ja, von der EU versichert bekommen haben. Also, weißt du, ich mache es gerne immer andersrum, wie das, was ich lese, dann kommen wir in etwa hin. Ja. Also kein Gas mehr. Die Speicher sind jetzt bei einem Füllstand von 85%. Das ist so wie in den Vorjahren auch, Stand 3.9. Und man versichert uns, bis zum Winter seien die Speicher zu 100% gefüllt. Also so in der Art keine Panik, wir haben genug. Kann ich dir zu sagen, dass meine Gasflasche unten im Keller auch zu 100% gefüllt ist? Das sagt leider nicht viel aus. Also bei der 11 Kilo Flasche sind es eben 11 Kilo Gas, bei der 5 Kilo Flasche sind es 5 Kilo Gas. Wie lange das langt? Ja, ist ein anderes Thema. Eine 500 Kilo Flasche Gas würde länger halten. Verstehst du, was ich meine? Also die Zusicherung, dass man zu 100% gefüllt sei bis zum Anbruch des Winters, sagt uns nichts darüber aus, trotz aller Lippenbekenntnisse, dass das Gas eben langt bei einem kalten Winter. Oder haben wir es da wieder mit einem Ruhighalten, mit einem Stillhalten zu tun? Und so hat auch der Wirtschaftskommissar Gentiloni, EU, ja, unsere Besten, du weißt, gesagt, er sei oder die EU sei für einen russischen Gaslieferstopp gut gerüstet. Da dachte ich mir dann schon, oh wei, wird es schon wieder eng. Und das Zweite, was da so gar nicht passt, ist in dem Satz drin das Wort gerüstet. Die EU und gerüstet? Die sind nicht gerüstet. Die EU gut gerüstet. Also gut gerüstet sind sie schon mal auf keinen Fall. Und eine Rüstung ist ja etwas Kriegerisches auch. Und ich denke nicht, dass
Eine EU-Armee gibt es ja sowieso schon mal gar nicht. Ja, also passt gar nicht, dass dieses Wort gut gerüstet sind die. Okay. Da möchte ich aber in dem Zusammenhang, oder ich springe zu schnell, ja. Also was ich dir hier mit dieser Meldung sagen möchte, ist, dass ich meine Zweifel daran habe, wenn uns gesagt wird, man sei gut gerüstet für den Winter, man habe genug Gas, es werde lang, denke ich mir, scheiße, es wird eng. Scheiße, es wird wirklich eng. Und dann siehst du mittlerweile auch, ich meine, wir haben über die Gefühle an Tanksäulen geredet, ne? Ich hab dir ja schon erzählt, ich habe da getankt, dachte ich mir, so wild ist es ja gar nicht. Ich tanke jetzt schon so lange und die Zahl geht ja noch, da die ich sehe, bis ich dann gemerkt habe, ich habe die Euro und die Liter vertauscht. Ich glaube, die haben die Tankpumpen auch irgendwie langsamer eingestellt, damit du wenigstens das Gefühl hast, du tankst länger, also ist mehr drin irgendwie so. Ja, ich habe jetzt schon so lange getankt, ja. Ja, stell dir mal vor, es würde so in 5 Sekunden gehen, so 20 Liter, 45 Euro, scheiße. Ja. Aber so tankst du wenigstens lang. Das hat ja was Befriedigendes, dieses Mal neilaufe lasse, ne? Ja gut, hab ich dir ja schon von den Gefühlen erzählt, die ich da hatte. Dachte ich mir, hätte ich mal in Sprit investiert. Ja. Das sind Wertzuwächse. Oder in Sonnenblumenöl, da hätte man rein investieren müssen. Das waren die Assets der Zukunft. Währenddessen, ganz interessant, wir wechseln unmerklich in den Bereich Wirtschaft. Doch die klassischen Anlagewerte, Gold, Silber, seit Beginn der Krise seitwärts laufen. Wie kann das in einem normalen Markt im Hintergrund eines inflationären Szenarios von 10% quer so über alle Fiat-Klassen angehen. Nochmal, wie kann Gold seitwärts laufen, währenddessen eine Inflation mit über 10% amtlich, ja, 10% amtlich, muss man dazu sagen. Früher hieß ja amtlich, das ist so. Heute würde ich sagen, 10% amtlich, betone ich, merke ich jetzt gerade, wenn ich hier vor dir rede, in Wahrheit ist mehr. Oder vermute ich mehr. Gut. Wie kann Gold da weiter seitwärts laufen, ohne dass der Kurs manipuliert würde? Warum sage ich das? Währenddessen die Dinge, die du zum Leben dringend brauchst und kaum regulieren kannst, ohne deine Lebensweise radikal zu verändern, Strom und Gas und Wasser also, vielleicht noch Grundsteuer für die Leute, die nicht mietabhängig sind. Währenddessen also Strom und Gas in den Himmel zu wachsen drohen von ihren Kosten, laufen die Werte, mit denen man mehr Kosten hätte abfangen können, seitwärts oder verlieren sogar an Wert. Also der Euro sowieso, klar, der wird auch gedruckt, wie mein Postbeamte schon gesagt hat, ich habe Geld abgehoben, ah ja, hier alles ganz frische Euros, ne? Dachte ich mir, kein Kunststück, die drucken ja auch wie die Verrückten. Während also die Werte, mit denen du das hättest auffangen können, die Mehrkosten, ne? Wegen mir steigender Goldpreis als Notgroschen gegenüber einem steigenden Gaspreis. Und du denkst dir dann im Dezember, nicht so schlimm, gebe ich eben meine halbe Unze her für das Gas dann, weil die dann, ich behaupte, ich sage jetzt mal, 3.000 Euro wert, das kann ich bei Gasrechnung bezahlen. Nein, genau so läuft das Spiel nicht. Und kannst du dich erinnern, was wir vor 2 Jahren in der Frankfurt-Freiheit gesagt haben? Dass es da haben wir über Wirtschaft geredet, dass es eine Phase gibt und mir dünkt, wir kommen nun herein in diese Phase, wo im Zuge einer Umverteilung und einer Umschichtung die sogenannten Asset-Klassen, die Wertklassen, die klassischen, noch einmal stark an Wert verlieren müssen, währenddessen die Kostenseiten explodieren. Das ist in den Rezessionen die Verarmungsphase. Und ja, es sind Wellen. Und ja,
Du hast nachher Chancen wie nie, wenn du es überleben konntest. Aber die traurige Wahrheit ist, mindestens 85-90% der Menschen haben nicht genug Geld und verelenden dabei einfach. Und es sind riesige gesellschaftliche Umverteilungsprozesse von der Masse der Menschen hin zu einer Elite. Das ist, was hier gerade passiert damit. Der sogenannte kleine Mann, der Mittelstand, der Normalbürger, nenn es wie du willst, die gutgläubigen Wahlberechtigten haben kaum eine Chance, ihre Werte durch diese Krise zu bekommen. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Natürlich keine Anlageempfehlung, habe ich auch keine gegeben. Ja. Wer die Märkte manipuliert, bestimmt, wann er wo was einlegt und wo nicht und Gewinne macht und eben keine Verluste. Das ist ganz einfach. Ich sehe als wirklich einzige Chance für jemanden, der nicht in die Elite gehört, sich weitgehend souverän zu stellen, auf Reichtum oder so etwas zu verzichten und sich auf souverän umzustellen. So wie er kann. Eigens produzieren, eigens erleuchten, eigens. Das ist das auch das Rückholen der Eigensouveränität. Das System wird dir überall dort, wo du es brauchst, jedes Mal den Finger zeigen und sagen, entweder du machst meine Regeln oder du kriegst nichts. Siehe Bus und Maske als kleinen Vorgeschmack jetzt. Ne? So, gut. So viel diesmal nur zum Bereich Wirtschaft. Ja. Die Dinge, die du brauchst, gehen hoch. Die Dinge, die du ersparen konntest, laufen bislang seitwärts und knicken wahrscheinlich nochmal. Das ist dann die typische Verarmungsphase, die es oft schon gab. Ja, ihr Lieben. So, dann gucken wir weiter. Wir kommen gegen Ende jetzt hier hin. Zum Ende möchte ich meinen Hund nochmal auftreten lassen. Dann mache ich mir hier nochmal etwas hin. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Und dann leiten wir mal ins Ende rein. Gehen wir doch mal, reden wir mal über die Armee. Und reden wir doch mal, wo haben wir das denn? Das könnten wir auch nochmal mit reinnehmen. Ich mache mal kurz Schluss. Na gut, nochmal ein paar Sätze danach als Auffüllung, was ich vergessen hatte. Zu den Gasspeichern noch einmal. Wenn diese zu 100% gefüllt seien, was ich mit meinen Gasflaschen sagen wollte, wie lange reicht denn dieser 100% Füllstand bei einem kalten Winter? Sagen wir im Januar, im Dezember, im Februar. Da ist man ja den Unbilden des Wetterkrieges, des Wetters ausgesetzt. Sprich anderen, höheren Mächten dann. Ich las von 3 Wochen. 100% würden auf 3 Wochen reichen. Wenn man es rationiert, vielleicht 6 Wochen. Wir werden es sehen. Das Abenteuer kommt auf uns zu. Und zu den Umschichtungen nochmal in der Wirtschaft. Zu den explodierenden Preisen bei Gas und Strom, die uns da erwarten, ist nachher, wenn man die Gesellschaft aufspaltet, und wir haben ja einen sozialen Unfrieden wie nie und eine ja, letale Gesellschaft, die erzeugt worden ist, ist die Lösung dann am Ende Sozialismus, so nach dem Motto, wenn die Ungleichheit durch die Umverteilung, wenn die Ungleichheit zunimmt, ist die Lösung dann, dass wir mehr Gleichheit brauchen? Erzeugt man jetzt also ein Problem, für das man dann eine Lösung, Sozialismus, präsentiert? Alle müssen gleicher sein, da haben manche noch mehr, die sind besser positioniert, wir haben viel mehr bezahlt, dass das Hickhack unten im Volk immer größer wird. Erinnert mich daran, dass ich unbedingt noch eine Sendung machen möchte zu Dugin, zur Langzeitstrategie, zur russischen und. Dass wir das mal beleuchten, denn es ist öfter schon jetzt auch als Vorschlag gekommen. Ihr werdet überrascht sein, wie ich das sehe. Ihr werdet überrascht sein. Aber es ist nur eine Meinung. Okay.
Und dann noch mal eine Sache, die ich nachtragen möchte, bevor ich wirklich dann zu meinem Hund komme. Zu Armeen. Ich möchte noch mal kurz, wir leiten aus jetzt so in langsam. Ich möchte noch mal über Armeen reden. Früher. Wie setzte sich früher eine Armee zusammen? Ich sag's dir. Es waren die wehrfähigen Männer, oft der Bauernstand, oft dann die Adligen, die diesen organisiert haben, die sich selbst auf ihre Kosten ausrüsten mussten mit Rüstung, und Waffen. Das war sauteuer. Und ein Kriegsross vielleicht noch brauchten. Sauteuer. Und weil das so sauteuer war, deswegen spricht man ja auch vom Bauernopfer, hat man die Bauern oft in die erste Reihe gestellt als Bauernopfer. Ja. Weil ein Ritter einfach kostbar war mit seiner Rüstung, mit dem schmiedeeisernen Zeug, mit seinem Schwert, dem ganzen Klimbim. Bei dem, was ich da dir jetzt erzählt habe, wenn du da in die Romantik des Mittelalters eintauchst, hast du vielleicht nicht bemerkt, wie die Hauptaussage so, wie bei mir auch, hat 55 Jahre gedauert, bevor ich zu dieser Konsequenz kam, die ich dir jetzt gleich sage, wie die Hauptaussage da an dir vorbeiging. Die wehrfähigen Männer haben sich selbst bewährt, haben sich selbst berüstet und bewaffnet. Es war die Armee, die letztlich dann ein Land, eine Grafschaft verteidigte, rekrutierte sich direkt aus den wehrfähigen Männern, die sich selbst bewaffneten. Es war ein Ausfluss der Souveränität. Ja, mein Schwert scheidet über Recht und Unrecht, deswegen ja die Scheide, aus der es gezogen wird. Ab jetzt richtet das Schwert, das Richtschwert. Ab jetzt richtet mein Schwert. Das heißt, du warst als Mann noch selbst souverän, selbst bewährt und bewaffnet, kein PlayStation-Krieger. Nicht bis zuletzt unterworfen fremden Mächten. Heute, die Armee, hat eigene Waffen, die werden produziert, währenddessen die Bevölkerung, ganz andere Lage als im Mittelalter, entwehrt wird. Die Waffen werden aus dem Volk gezogen, seit Jahren, immer mehr. Wie soll ich dir das weiter? Es hat so etwas von einer Zahnlosigkeit, die in der Gesellschaft damit produziert wird. Die Wehrhaftigkeit nimmt ab, auch die Widerstandskraft gegen zum Beispiel staatliche Willkür. Weil sie die Waffen noch nicht mal mehr haben. Eine heutige Armee rekrutiert sich dann, ist eine Abordnung war eine Ab. Ah. Eine Spielart war noch die Wehrpflicht. Alle wehrfähigen Männer gehen in die Wehrpflicht und bekommen dann aber fremde Waffen, die sie auch nur ausgehändigt bekommen unter bestimmten Bedingungen. Die tragen die nicht mehr selbst. Sie tragen sie nicht am Gürtel, sie haben sie nicht dabei, sind nicht mehr ihre Waffen. Nur noch für klar definierte Zwecke zu klar definierten Zeiten gibt es aus der Waffenkammer mit Waffenkarte dann deine Waffe, dein G3, sonst was. Verstehst du? Aber du bist nicht mehr wehrhaft. Du wirst zur Marionette, zur waffentragenden Marionette von einer unbekannten Kraft dahinter. Und darüber wollte ich nochmal sprechen, im Vergleich von modernen Armeen zu alten Armeen. Da hat sich die Wehrfähigkeit in Summe, der alten Armee in Summe zusammengesetzt aus den Waffen, die im Volk waren. Und die im Volk erwirtschaftet worden sind, auch über jetzt der Graf, der über die Bauern dann sein Reichtum in Waffen umgemünzt hat. Und der König darüber hatte längst nicht diese Herrschaftsgewalt wie heute. Unsere Demokratie, wo ja alle Macht vom Volke ausgeht. Kann man mal drüber nachdenken. Gut. Dann eine kleine Irrheit nehme ich nochmal mit dazu, mit rein. Habe ich letztens gesehen, ein Bild, ein essender, fressender Umweltsünder im Unterhemd, wirklich so übelst irgendwas essen. Ich glaube, es war Fleisch. Es soll vollkommen egal sein. Text dazu. 57.000 Produkte geprüft.
böser Käse, gutes Gemüse. Das sind die umweltschädlichsten Lebensmittel überhaupt. Ja, also wir unterteilen jetzt neue Produktkategorie Lebensmittel nach umweltschädlich. Britische Forscher haben sich angesehen, welche Lebensmittel eigentlich noch guten Gewissens gegessen werden können und haben festgestellt, Käse gehört nicht dazu. Das sind die umweltschädlichsten Lebensmittel. Also, der erste Irrsinn, das, was wir essen, wird nun unterteilt in die Dinge, die umweltschädlich sind oder nicht. Alles wird der CO2-Agenda untertan gemacht, letztlich. Und dann hat das Ganze aber noch einen psychologischen Effekt, den lese ich dir jetzt vor. Schlechte Nachrichten für Käseliebhaber. Sie müssen sich das Etikett Umweltsünder anheften lassen. Und das, mein Lieber, ist die CO2-Diktatur nach Covid. Dass man nun im Supermarkt am Ende, und du weißt jetzt nach den letzten 2 Jahren, alles ist möglich, am Ende auf dich urteilt, weil du ein Päckchen Käse da drin hast. Sie müssen sich das Etikett Umweltsünder anheften lassen. Wegen deinem Käsepäckchen. Oder anderen Dingen, die du kaufst. Das ist die Möglichkeit zur totalen Abspaltung in der Gesellschaft. Und du weißt, du hast gesehen, in den letzten 2 Jahren, viele Leute waren unreflektiert genug oder wären unreflektiert genug, dass sie dir dein Käsepäckchen auf den Kopf kloppen und danach in ihr E-Auto steigen. Ist klar, ne? Währenddessen wir gesagt bekommen, wir müssen Strom sparen. Wofür? Damit die E-Autos geladen werden können? Die Welt ist sehr widersprüchlich geworden. Ja. Damit die dann CO2 einsparen? Es passt all nicht zusammen. Mich wundert, wie wenige das bisher merken oder verlautbaren. Aber warum ich dir das vorgelesen habe, eben mit diesem Käse, ist, man wird... Ich habe in der letzten Sendung gesagt, alles wird politisiert. Und man wird jedes Produkt, jede Handlung benutzen können, um zu spalten. Und damit wird dieses CO2-Ding ein ideales Herrschaftsmittel auch. Auch rein bevölkerungstaktisch, sagen wir mal. Gut. Und jetzt ende ich noch mit einer Behauptung. Mit einer Schilderung. Ich behaupte gar nichts. Ich hüte mich, irgendwas zu behaupten. Aber wir reden mal über meinen Hund. Ja. Geiler Kerl. Ist ja Mädchen. Und ihr glaubt nicht, wie der da liegen kann, ja, wenn der was will. Unglaublich. Das Mädchen, das liegt wie eine Eins da. Wie gemalt liegt der da. Hab ich mir auch schon gefragt, das können die Mädchen da liegen wie gemalt, ja. Der auch. Haben die drauf, dass die... Die Ästhetik, die so drauf haben, das ist lustig. Also nee, ist nicht lustig, es ist halt einfach schön anzusehen dann. Okay, mein Hund, pass auf. Mein Hund hat ein sonderbares Verhalten an den Tag gelegt. Der kriegt aus dem Wasserhahn, seinen Napf gefüllt. Es war erst ein Metallnapf, dann war es ein Plastiknapf, ich weiß gar nicht, wir haben Verschiedenes probiert. Der Hund trinkt aber nur im Notfall, nur wenn es gar nicht anders geht, dieses Wasser. Kannst du ihm frisch einfüllen, sonst was, der läuft da dran vorbei. Der trinkt das Wasser nicht. Stattdessen trinkt er hier draußen auf der Terrasse, deswegen seht ihr den auch immer mal rumschleichen hier, weil er entweder da vorne Ware hält oder da Ware hält, super Wachhund, oder hier gerade trinken geht. Der trinkt stattdessen immer das Blumenwasser, was im entweder Regenwasser oder Blumenwasser, was in den Plastik-Unterschalen hier überall ist. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum er das tut. Zuerst dachte ich mir, warum der blöde Hund? Im Gegenteil, der denkt sich ja was bei oder handelt nach Impuls oder Instinkt. Warum, meine Frage an dich, warum trinkt der Hund das Leitungswasser nicht und geht ständig raus an die Unterteller und leckt sich da. Gut, vielleicht steht er auf Wasser mit Geschmack oder Wasser mit Bröckchen, kann alles sein. Sie haben ja auch ihre Eigenarten.
aber du kennst mich, ich vermute da natürlich schon, habe ja immer Aluhäubchen auf dem Kopf, weißt du ja, großer, argwöhnischer Mensch, ja. Ich vermute da schon andere Gründe. Warum trinkt er ums Verrecken, wenn es geht, kein Leitungswasser? Ja, ich glaube, damit lasse ich dich, mit dieser Frage entlasse ich dich mal aus dieser Franksfreiheit, die, sehe es mir nach, sehr alltagslastig war diesmal, ja. Wo wir jetzt nicht die großen Theorien aufgestellt haben oder aus der großen Adlerperspektive auf die übergeordneten vernetzten Zusammenhänge geschaut haben, sondern eben ganz nah bei dir, bei mir und unserem Alltag waren. Ach so, ja, eins machen wir jetzt noch. Die Zukunft wollte ich ja, ne? Wir haben am Anfang gesagt, Alltag, Energien, habe ich jetzt auch zu wenig gemacht eigentlich. Lage einigermaßen, Zukunft. Ist einiges anders gelaufen wie geplant, merke ich gerade. Machen wir nochmal Energien dann. Ich will nicht enden ohne die Energien. Die sind mir sehr wichtig. Ich sag dir, was ich wahrnehme in den Energien. Sonst kommt es ja zum Anfang, jetzt halt am Ende. Wir kommen in die heiße Phase rein, mein Guter. Mittlerweile haben wir auch einige Statements, auch von dem Herrn Tol, die jetzt viral gehen. Und ich habe darüber und mich wundert, wie synchron es ist mit meinen Empfindungen. Und ich darf dir klar sagen, nein, es gibt da keine Informationen von dem Herrn Tol an mich oder so. Gottes Willen, ich habe diesen Status da gar nicht oder auch diese Nähe auch jetzt nie gesucht. Aber natürlich, man hat sich einige Male gesehen, miteinander geredet, auch viel Zeit verbracht. Mich wundert schon, wie synchron es geht. Das, was ich empfinde, was ich euch auch mitgeteilt habe, wenn ich versuche, die Energien rauszulesen, die hier sich manifestieren wollen, wie sehr das eintrifft. Wir sind ganz gut gefahren in den 2 Jahren. Und wie sehr das synchron geht mit dem, was jetzt der Herr Tol dann auch verlautbart hat, ja. Ja, wir kommen in diese heiße Phase rein, das hört man auch von ihm. Ich kann ja gleich mal das vorlesen, was es da von ihm Neues gibt, über ein Zoom-Meeting, was stattfand und was jetzt viral geht, wo er sagt, wir kommen nun in dieses halbe Jahr hinein, das hat er auch schon früher gesagt, dieser Winter, der dann in eine Befreiung führen wird. Und diese großräumigen Großereignisse werden in mehreren Wellen dann stattfinden und schmerzhaft sein, holprig sein, unbequem sein. Das ist dann so ab Oktober das, was uns erwartet. Letztendlich aber zuträglich den Menschen, so seine Behauptung. Und wird dann zum April hin, also ich habe immer 1. April, er sprach glaube ich vom März schon oder Februar. Ich habe für mich immer den 1. April gesetzt, wo ich es heute lichter empfinde, im Februar nicht, im März auch noch nicht, die dann ins Gute führen würden, also in eine neue, den Menschen zugewandte Regierung und so weiter, also das Happy End quasi. Wir werden sehen, was da passiert. Mich wundert halt nur, dass diese Empfindungen sehr synchron gehen. Und wir kommen jetzt rein in diese heiße Phase. Die Herdenmasse beginnt aufzugucken. Ja, man merkt es. Ich merke es jetzt auch schon über die Spritpreise. Da kriegt man so wirklich bei den Eiern. Da fangen sie an über die Gaspreise. Ja, es ist schmerzhaft für uns alle. Ja, aber wir reden seit 1,5 Jahren. Ich würde auch öfter mal für angegriffen über diesen Schmerz, der notwendig wohl ist. Für ein Umdenken. Wir werden es sehen. In diese Zeit gehen wir. Ich bin gestern auf einer Landstraße durch ruhige Bäume. Kein Blatt hat sich bewegt. Und ich dachte mir, ja, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Wir reden seit einigen Franksfreiheiten darüber. Ich denke, lass unseren Kongress mal rumgehen. Lass den September sich neigen.
Ich werde beim Kongress näher darauf eingehen. Ich glaube, da reden wir mal über die Zukunft. Genauer. Über dieses halbe Jahr, was da kommt. Wir haben oft schon gesagt, das sind alles alte Sendungen. Deutschland wird an die Wand gefahren und dass die Hybrid-Kriegsjahreszeit hier der Winter ist. Weil einfach die Bedürfnisse dann sehr, sehr gut einjustierbar sind. Man sieht es jetzt auch. Gas, Strom, Wärme, du brauchst das alles. Wasser, Wohnraum, Mobilität. Ich rechne auch mit sehr eingeschränkter Mobilität. Guck dir die alten Sendungen an, da über die Straßen, da die letzte Sprachnachricht. Hinter der Blut im Beton-Sendung die Sprachnachricht. Wie die Infrastruktur vorbereitet ist im Grunde, oder man kann es so deuten, vorbereitet ist, um dann regional abzugrenzen, wie das auch jetzt gerade bei Brücken, über Brücken hinweg, wie das Gelände ausgenutzt wird, beinahe militärisch ausgenutzt wird. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Den Rest machen wir dann in Kirchheim. Die Menschen, genau, sind verunsichert, sie entscheiden sich noch immer so, machen sie irgendwie weiter, wollen sie es immer noch nicht wissen, es werden aber immer weniger. Die Menschen schauen auf und sie sind verunsichert, ja. Ja. Und wir erwarten jetzt dann den Energiewechsel, der da kommt. Ich denke, mit der dunklen Jahreszeit, das dunkle halbe Jahr, sind wir wieder mal im Tunnel. Behält der Herr Tol recht, dann ist es der letzte Tunnel, der uns dann zumindest in ein aufsteigendes Szenario führen wird. Gut, Lage, Zukunft, Energien. Ich denke, jetzt haben wir es wenigstens ein bisschen so nochmal abgerundet. Ich freue mich jetzt auf Kirchheim. Ich schaue mal, dass ich vielleicht vor dem Mittwoch nochmal die Sprachsendung hier unter Dach und Fach bekomme. Die war bei mir sehr unglücklich, die war unterbrochen durch Ausfälle. Die Sprachsendung auf OKiTalk, ja, zur deutschen Sprache, Heilung der deutschen Sprache, dass man da nochmal was einspricht, dass ich das nochmal wiederhole, weil da waren ganz viele wertvolle Impulse dabei. Jo, wenn ich es schaffe, ist gut, wenn nicht auch. Dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Ich freue mich auf Kirchheim, darauf einige von euch persönlich zu sehen, auf tolle, spannende Tage, die wir haben werden, mit auch einigen an Impulsen, das wir mitgeben, nicht nur über die Vorträge, über geile Vorträge, sondern auch über Machen, über die Aufstellung und so weiter. Ja, okay, dann mach's gut und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Franks Freiheit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss.